Alles klar, Freunde, hier sind wir wieder bei unserem Lieblingswürfelspiel, wenn man es so sagen will. Wir machen mal weiter und schauen mal, was unsere kleine Gurkentruppe heute so schafft. So, zuletzt hatten wir sehr interessante Begegnungen mit einem Teufel, das immer der von uns wollte. Und hier haben wir eine seltsame Musik. Da unten ist ein Tiefling, wenn ich das hier richtig sehe. Den komme ich aber kameratechnisch nicht so richtig dran. Die Frage. Was ist das für ein. Sind die Sirenen am Einsatz oder was? Was ist das hier? Großes Nest. Kann man da hin? Hm. Schwierig, da müsste man sehr weit springen können. Oder man müsste. Ah, vielleicht. Könnte Gail sich dahin zaubern. Hm. Ein großes Nest. Oh. Shit, das. Okay. Könnte was Schlechtes bedeuten. Hm. Kann ich schaden, sich ein bisschen zu boosten? Eager for battle. On tiptoes. Step careful. Such a pretty song. Abgeschiedener Hain. Okay. Wie kann man runter? Okay. Vielleicht können wir den auch hier platzieren. Ja, du musst ein bisschen klettern. Sorry, mein Freund. Such a pretty song. Was? Untersuche den Strand. Was ist das jetzt? Hilft dem Kind. Wir haben ein Tieflingskind entdeckt, das sich in einer merkwürdigen Trance findet. Wir haben am Strand merkwürdige Musik vernommen. Wo kommt sie her? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, liebe Freunde. Let's move. Such a pretty song. Time to press ahead. Gehen wir mal mit den anderen nach unten, würde ich mal sagen. For now. Indolence breeds madness. So, die Junkie-Freundin geht auch mal mit. Und sie geht mal ein bisschen nach vorn als Kämpferin. Euch nicht schaden. Such a pretty song. At least things have stayed interesting. Musik ist ja schön. Die kann mir auch so ein bisschen aus. Also ich schneide immer so ein bisschen, weil das geht, Musik in meine Videos rein. Was ist mit dem Jungen? Mirkon. Hör zu. Du sollst nicht so wahr nah am Wasser stehen, Junge. Das ist gefährlich. Hörst du das denn nicht? Das klingt so friedlich. Also, wir hören es. Aber wir sagen nicht mal, wir würden es nicht hören. Mal sehen, ob man zur Vernunft kommt. Ich höre nichts. Komm zurück zum Ufer. Mach mal ein bisschen Heavy Metal. Ist vielleicht besser. Nein, nein, das ist doch nur etwas Wasser. Ich will nur zuhören. Nur ein wenig näher. Ja, die interessante Augen. Just a little closer. Was? What the fuck? Yes, ja, alles wird gut, wenn ich dort bin. Was? Das, das ist eine Harpie. Ach du Scheiße, ist noch eine. Oh, da auch. Shit. Daher das große Nest. Das würfelt ihn hier nicht an. Oh. Astarion. Okay, ist entdeckt worden. Shit. Schade, dann hätten wir gegen die noch
den Zustand versteckt behalten. Wir haben hier jetzt also mit 4 Harpyen zu tun und die singt die ganze Zeit. Lockendes Lied. Es könnte sein, wenn wir in den Einflussbereich geraten, dass die uns irgendwie betäubt oder irgendwie sowas. Shit. Was macht Gale denn da? Er ist benommen. Oh. Er ist verlockt. Shit, okay. Ich könnte mir erstmal einen verpassen, damit die aufhört zu singen. Nee. Da haben wir zu schlechte Chancen. Bei der ist es noch am besten hier. Wie wär's mit einem kleinen Säurespritzer? Try me. So, Konzentration verloren. So, jetzt sind unsere Kameraden auch wach geworden. Sehr gut. So, mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Weiter können wir nicht. Okay. Jetzt haben wir die hier am Hals. Die hat, oh, die hat eine bessere Initiative. Das ist schlecht. Aber wir haben zum Glück einen Verteidigungsboost. Das hat schon mal eher nichts gebracht. Verfehlt. Sehr gut, sehr gut. 15 hat die Rüstungsklasse bei ihr gehalten. So, der Junge verpisst sich jetzt hoffentlich hier. So, was kann Astarion machen? Die sind da. Oh. Ah, ein gutes Schussfeld von oben auf die. Können wir hinterhältig machen? Er ist nicht im Vorteil, oder? Nee. Schade. Die hat ziemlich viel. Naja, versuchen wir es mal. Okay, Treffer 7. Können wir die hier grillen? 65. 55. Wir können mal eher den Chaos machen. Japs. So, ja, es riecht schon ein bisschen verbrannt hier nach Hühnchen. Gut, die ist erledigt. Wir springen mal hier so weg von dem offenen Wasser. Au, kritischer Treffer. Das war nicht nett. So. Jetzt kann unser weiblicher Grinch hier mal zeigen, was er mit ihrem Schwert kann, würde ich mal sagen. Jetzt mit einem kleinen Sturmangriff. So. Vielleicht machen wir mal einen kleinen Verteidigungsmove hier. Hat sie eine bessere Chance auszuweichen. Also die ist auf die Hälfte schon mal runter. Okay. So, die hat jetzt einen Zug. Fehlschlag, Konter. Jawoll. Na, damit hat sie jetzt nicht gerechnet. Feiges Huhn. Oh, okay. Der Junge. Gut, der ist zumindest in Sicherheit. Jetzt sind wir am Zug. Eigentlich ist ein Fernschuss irgendeine Verschwendung für jemanden wie Maggie, aber okay. Könnten wir da hin? Mit Windschritt. Was passiert eigentlich, wenn ich so ein Ding werfe?
Alle näher. Ah, das könnte auch Gale treffen. Ne? Wie komme ich denn? Nicht sehr weit. Das Wasser behindert mich. Hm. Verdoppelt. Versuchen wir das mal. Tja! Kommen wir da hoch? One day, I'll catch a break. Na, Geld steht im Weg. Dann kämen wir hier hoch. So, noch eine Möglichkeit, was zu machen. Wir könnten einen Haupthandangriff machen. Sechs Stichschaden. Okay. So. Was haben wir ihn noch? Da kann ich jetzt den Rest geben hier. Die ist hin. Okay. Dann sieht es ja eigentlich mal gar nicht so schlecht aus für uns. Die ist jetzt hier noch übrig. Hm. Die Frage, was die vorhat, ne? Time for a new. Fools these mortals be. Kommt auf die dran. So, das hat sie jetzt erstmal aus den Latschen gehauen. Sehr schön. Wir sind dran. Lazelle. Schade, der hat jetzt nicht mehr zu metzeln. Höchstens die noch. Na gut, wir könnten. Wir haben doch hier diesen Zeichen des Jägers. Damit können wir die markieren. Sehr schön. Damit bekommen wir nochmal zusätzlichen Stichschaden, wenn wir die nochmal treffen. Macht die jetzt? Die fängt jetzt, die fängt jetzt an zu singen und holt den Jungen wieder her, oder was? Was soll das denn? Die beeinflusst uns. Okay. Verdammte Biester, ey. Funktioniert da kein Rettungswurf gegen? Was ist das denn? Verlockt. Shit. Da hilft was gegen. Da hätten wir allerdings, glaube ich, eine Klerikerin gebraucht. So, jetzt sind sie alle natürlich sauer. Wir können nichts machen. Die hat uns wieder verlockt. Können einen hinterhältigen Angriff machen? Ja. Auf Wiedersehen! Weil er hinter ihr stand, konnte er einen hinterhältigen Angriff machen. Sehr gut. Hat es ja endlich mal was gebracht hier. So. Haben wir noch irgendeinen erhöhten Punkt wegen dem Biest da oben? Könnt ihr hochklettern? Von da nochmal feuern. Ich weiß nicht, wie hoch ihre Bewegungsrate ist. Können wir mal ein bisschen die vielleicht grillen oder so? Nur zwei Feuerschaden. Schade. Wir müssten die eigentlich relativ schnell erledigen. Sonst ist das Gale nämlich erledigt. Obwohl er Magierrüstung hat. Naja. Jetzt fängt die an mit dem Singen. Herrgott. Aber Lazelle zu sich zu holen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh, der Rettungswurf ist mal gelungen. Sehr schön, Maggie. Was ist das nicht? Automatisch scrollt, finde ich ein bisschen doof. Maggie hat dem Lied widerstanden. Was ist denn da für ein... Für ein Schwierigkeitsgrad, würde ich gerne mal wissen. 8. Plus Charisma und Übung. Also insgesamt 13. Wir haben 20 gewürfelt. Okay, ist
gar nicht so einfach. Jedenfalls in dem Level, wo wir hier noch sind. Können wir da einen Fernangriff machen? Wir kommen nicht so schnell an die ran. Schade, Fehlschlag. Da müssen wir uns mal an die ran schleichen. Wenn der Zelda rangeht, ist ja okay. Das? Schade. Aber der könnte treffen. Acht! Und wir haben ihre Konzentration gestört. Oder? Nee. Hat funktioniert. Sie hat leider einen Rettungswurf geschafft. Schade, schade, schade. Let's move. Ausgerechnet Gale jetzt. Wir können die noch. Rettungswurf gelungen. So, das war's jetzt. Erledigt. So, jetzt vorwärts. Die machen wir jetzt aber kalt, ey, Mistvieh. Erledigt. So, letzter Vogel ist gebraten. Boah. War jetzt nicht so schwierig, war einfach nur lästig. Oh. Sind sie weg? Wir sind natürlich jetzt Astarion, deshalb müssen wir auch so antworten wie er, finde ich, aus Rollenspielersicht. Hör auf rumzuschnüffeln, sie kommen sonst zurück. Sie lieben kleine, leckere Tieflingskinder. Ah. Okay, der ist weg. Das war jetzt vielleicht gemein, aber... Wir müssen auch in der Rolle bleiben. So, was war das jetzt hier? Der Suche den Strand. Vor Harpien sicher. Okay. Das war ja jetzt ein Ding hier. Okay. Was haben wir hier? No traps, please. Das ist die in meinen Totenschädel. Warum das? Okay. Ach, shit, wird denn durch die Säure gelaufen? Naja, das war dumm. Ein Knochen, ja. Okay. Ist hier oben noch irgendwas? Oh. Watch your back. Lost in thought. Oh, man hat er nicht, ne? Schade. Naja, gut. Wenn er teleportieren könnte, würde er vielleicht zu diesem Harpyen-Nest fliegen können, aber naja, wozu, ne? Wir wissen ja jetzt, was uns hier erwartet. Da wird wahrscheinlich kein Schatz drin sein, vermute ich mal. So, was haben wir hier noch zum Looten? Nochmal ein bisschen Rathuhn für heute. Hier hat nichts dabei, okay. Color me curious. Auch nichts. Nichts zu holen hier bei den Mädels, okay. Sonst ist hier sowieso auch nichts, oder? Abkühlen leer. Auch kein Kraut, was wir hier sammeln können. Also im Allen also relativ sinnlos hier rumzulaufen. Scheint, hier sind noch so zerbrochene Sachen irgendwie. Oben liegen Knochen rum. Hm. Wahrscheinlich als Opfer der Harpyen. Ob es sich da lohnt, da jetzt hochzuklettern? Careful. Na, wir können ihn hier mal hochschicken. Wenn der jetzt gerade schon hier so nutzlos rumsteht. Ein Gürpe. Was haben wir da? Warum hat er das jetzt mitgenommen? Naja, ist nichts drin. Kerze. Okay, die können wir brauchen.
Ne, hier ist also. Oh, hier sitzt ein Skelett rum. Okay. Auch eine Kerze. Naja. Wie ich dir nichts lieber mal mit. Hier kann man nochmal gebrauchen. Hier ist noch was. Eine Flasche mit einer rätselhaften Flüssigkeit. Naja. Flasche Öl oder Wasser, wenn man nicht lieber. Ja, darüber hüpfen wird wahrscheinlich nicht gehen. Gucken, was da oben ist. So, immer sportlich bleiben. Das ist das Motto unserer Gruppe. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier ist also nichts mehr. So, dann können wir unsere Gruppe ja wieder hier schön versammeln. Hier zwei, eine. Ja, gar keine. Man hat die jetzt nicht geteilt. Achso, habe ich vielleicht geklickt. Strattel. So, dann kriegst du den. So, ja, geil, mein Freund. May it please, Mistra. Let's get going. So, nachdem wir hier einen Teufel und die Harpyen getroffen haben, ist das ja schon mal ein ja, sehr interessantes Gebiet, muss man sagen. Ist das hier noch? Ach, guck mal, die macht Musik für die Eichhörnchen hier. Okay, die singt hier auch noch die ganze Zeit rum. Sind denn die Kerle hier? Ach, da. Und Eichhörnchen, Spa und Corinna. Ich dachte, die heißen Spa und Partner. Also. Hey, du. Es tut so weh. Please. Ich soll aufhören. Stop. ganz ruhig, was ist los? Can't you hear it? Hörst du das denn nicht? Ihr Gesang ist so grauenvoll. Schrecklich. Verspottet sie nicht, sie gibt ihr Bestes, denke ich. Oh, no. Oh nein, was sollen wir nur tun? Shall we do? More mein einfältiger Kreaturen, mehr Ohrenblut. Mein Kopfplatz, ich verschwinde, bevor der Schaden von Dauer ist. Eine unterlitierte Bardin. Ich spreche mal lieber, bevor das hier in die Hose geht. Ist auch ein Teufelin. Also ein Tiefling. Natürlich das Gleiche. Kann mit dir reden. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Was singt ihr da für ein Lied? Wir sind neugierig als Halbling. More like butchering. Ich ruiniere es. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Ist die eine Bardin? Fanden die Tiere auch, deswegen sind sie geflohen. Bisschen gemein, oder? Wo fallen denn da für Bäume? Obwohl, Halblinge mögen auch einen guten Scherz. Und ich. Ich dachte, sie würden mich anfeuern. Ach, selbst die Tiere finden mich furchtbar. Ich will dieses Lied vollenden, aber ich kann es nicht. Nichts passt. Ist ja gar nicht rot im Gesicht, okay? Alles Teil des Schaffensprozesses. Qual und Ekstase, hauptsächlich Qual. Ja, das kenne ich. Wer schon mal ein Buch geschrieben hat, der wird das nachvollziehen können. Meistens sehr viel Qual, ein bisschen Ekstase, sehr viel Qual wieder. Und dann, Qual. Wir machen mal den weißen Mönch. Wer Mausen singen will, braucht Innenschau. Naja, gut, sie ist nun mal auch ein Mönch. Warum schreibt ihr dieses Lied? We lost people. Es gab unterwegs Tote. And the dead deserved und die haben das Angedenken verdient. That's what my teacher das hat meine Lehrerin immer gesagt. Kann ich helfen, das Lied zu beenden?
Ich kenne ein paar gute Kneipenlieder. Hm. Ist ein Versuch wert. Ich habe ihre... Ich hätte noch eine Laute, wenn ihr wollt. Ich kann doch gar nicht damit umgehen. Aber alles nach der Reihe. Worum geht's denn eigentlich? Um meine Lehrerin. Sie liebte das Tanzen, hatte aber zwei linke Füße. Ich erinnere mich, wie ich unterwegs eines Nachts aufwachte und sah, wie sie unter den Sternen tanzte und dabei strahlte. Wenn ich daran denke, schmerzt mein Herz. Und meine Worte werden zu Asche. Moment. Werden meine Worte zu Asche? Das ist es. Macht weiter so. Was würde eure Lehrerin sagen, wenn sie jetzt hier wäre? Dass es in Ordnung ist. Dass ich schon zurechtkomme. Und dass ich ihr danke. Für alles. Punkt. Genau das sollten eure Verse aussagen. Der Mond erinnert eure Anmut. Und viel Liebe kann ich nicht geben. Moment. Ja? Dance upon the stars tonight, smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Wow. Das ist eigentlich eines der schönsten Lieder aus dem Soundtrack, finde ich. Cool. Also man kann ja vieles sagen, auch Baldur's Gate ist nicht hundertprozentig perfekt und ein paar Sachen stören dann hier und da ein bisschen, könnten besser sein, aber das ist auch wieder so ein Punkt. ja, echt geil. Also es gibt immer wieder Sachen in dem Spiel, die einen komplett überraschen und so ein Auftritt, schon echt toll gemacht. Also
Wow. Das war ein schönes Lied. Ein paar Tränen wert. Ach, danke. That's the first time I've played zum ersten Mal wieder gespielt, seit Lihala tot ist, meine Lehrerin. My teacher. She was playing her lute. Ihr spielt ihre Laute, wir hörten die Gnolle nicht kommen. Didn't hear the gnolls coming. There was so much so viel Blut, ich kann es immer noch riechen. I can still smell it. Solche Trauergeschichte hört man jetzt ständig. Ich werde härter, sonst stirbt ihr auch. Klar, das wäre aber nicht unser Charakter. Hm. Lehrerin wäre sicher stolz, euch jetzt so zu sehen. Sie hätte mich runtergeputzt, weil die Reime so schlecht sind und ich müsste mir die Finger wund spielen. Und genau das werde ich tun. Und vollende die weinende Dämmerung für sie. I've a long way to go. Es ist noch viel zu tun, aber... But thank you. Danke. I needed this. Das war richtig. Cool. Das war mal... Das hat sich gelohnt, hier hinzugehen. Können wir noch mal mit ihr it's reden? Still rough, but my song is getting es ist noch was holprig, aber mein Lied ist besser. Okay. Wir können ja leider nicht laute spielen und irgendwie sowas. Hm, obwohl wir eine haben, ne? Oder wir hatten eine, glaube ich. Hm. Ist ja, wenn er sie anspricht. Alright. It's still rough, but my song is getting there. Okay, nix. Okay. Yes, let's. Das war mal wirklich interessant. Das war jetzt wirklich interessant. Was man hier so alles entdeckt in dem Spiel, ist immer wieder erstaunlich. In jeder Ecke ist irgendwo was. Und manchmal komplett unscheinbar. Und dann hast du so kleine Perlen überall. Wahnsinn. Jo, und damit würde ich mal sagen, machen wir für heute die Folge. Beenden wir und dann... Genießt noch ein bisschen den Soundtrack von Baldur's Gate vielleicht. Und schauen in der nächsten Folge, wie es hier... weitergeht mit unserer munteren Runde. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bye bye.